20.000 Gems am Start. Insgesamt also 40.000 Gems, was so 2.000 Euro entspricht. Ich glaube, wenn du hier 100.000 Gems Boxen öffnest, dann hast du auch einfach Hornhaut an deinem Zeigefinger. Ja! Let's go! Okay. Ich hab... Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir machen heute einfach mal ein ultra krasses Special Video. Und zwar haben wir heute mal wieder Laser Luca am Start. Moin moin. Hallo. Letztes Mal war ich nicht so gut, jetzt kommt es auf Glück an. Ich glaube, da werde ich wieder nicht so gut sein. Genau, Freunde, ihr habt es schon gehört. Wir haben ja mal ein 1 vs. 1 Video gemacht und ich dachte mir mal auf jeden Fall heute, dass wir ein Megabox-Opening-Battle machen. Du hast ja sowas auch noch nie gemacht, oder? Nee, noch nie. Okay, Leute, also wir werden heute richtig viele Gems raushauen. Ihr seht, wir haben beide 20.000 Gems am Start. Insgesamt also 40.000 Gems, was so 2.000 Euro entspricht. Wird komplett krank. Und natürlich seht ihr hier auch nochmal die Punkteliste eingeblendet, welcher Brawler wie viele Punkte gibt. Es kommt wirklich nur auf Glück an, also im Prinzip, ne, werden wir dann sehen, wer von uns beiden die krasseren Brawler gezogen hat. Und ganz, ganz wichtig, Leute, Luca hat zeitgleich zu diesem Video auch ein Brawl Stars Video auf seinem Kanal hochgeladen. Das seht ihr auch in der Beschreibung verlinkt. Checkt das auf jeden Fall mal ab und schreibt mal wirklich drunter Hashtag Lukas oder so, dass ihr von Lukas kommt, also von mir. Okay, okay. Und ja, im Prinzip, ne, ich habe es eben schon ein bisschen erklärt, es ist im Prinzip ganz einfach. Wir öffnen die ganze Zeit Megaboxen und hoffen, dass wir krasse Brawler bekommen. Ja, dementsprechend kannst du auch schon mal in den Shop zu den Megaboxen. Okay, wisst ihr. Es gibt halt gerade auch so ein Angebot, ne? Da können wir Gems sparen. Das kostet 39 statt 240. Man hat den sechsfachen Wert. Let's go, Leute. Die Münzen hier schon mal. Und dann würde ich sagen, die erste Megabox können wir aber gleichzeitig öffnen. Let's go! Ich habe Münzen. Oh. Shelly. Oh, ich hab Poco. Und ich hab den Boxer. Okay. Gibt beides einen Punkt. Ja, okay, dann haben wir beide schon mal einen Punkt, ne? Genau, genau. Ist im Prinzip ganz einfach. Okay, ich muss zu dir ehrlich sein, in der ersten, dritten und fünften Megabox ist immer das Gleiche drin quasi, von den Seltenheiten. Ich hab noch jemanden, und zwar Rosa. Okay, ich hab Barley. Let's go. Genau, also bis zur fünften Box ist vorgegeben, was man zieht sozusagen, weißt du? Ach so, genau, das heißt, ich brauche mich eigentlich gar nicht freuen, weil es klar ist, was ich kriege. Genau, jetzt ist kommt super selten, ne, bei uns beiden. Ja, ich habe Karl gezogen. Genau, ich Jackie. Und ab jetzt ist aber wirklich komplett random, also jetzt kann alles passieren sozusagen. Okay, also okay. Wir skippen quasi jetzt einfach nur durch und schauen, was kommt. Ja, genau. Oh, ich habe zwei Brawler in einer Box. Ich habe Barley. Okay. Oben gerade. Oh, okay, ich habe die Boxerin, also Rosa. Und... Ah, okay, nochmal Poco. Okay, dann habe ich jetzt alle seltenen. Zählen wir aber zeitgleich schon die Punkte mit oder zählen wir es nachher nochmal zusammen? Weil ich habe jetzt schon wieder meinen Punktestand vergessen. Ja, so ungefähr, aber musst du dir nicht merken, ne? Alles gut. Genau, immer wenn ja unten die Zahl blinkt, ne, dann kannst du ja quasi theoretisch kurz warten, dann können wir so gleichzeitig öffnen. Ja, okay, ich habe El Primo gerade noch gezogen. Okay. Und? Oh, ich habe nochmal Pam. Okay. Oh. Ich habe Pam! Oha! Nice. Die ist episch, ne? Ja, ja, genau. Hast du 3 Punkte dafür. Sehr krass. Ja, keine Ahnung. Okay, ich bin durch mit meinen Boxen. Okay, ja. Dann let's go direkt mit diesem anderen Angebot, hätte ich gesagt. Habe ich auch schon geöffnet. Okay, also dieses für 39 Gems. Ja, genau. Okay. Genau. Und mit den Verbleibenden ist es ja auch so. Also wenn du 6 Verbleibende oder mehr hast, ist es sehr safe im Brawler. Ich habe Colonel Ruffs. Oh, okay, Leute, da gibt auch 3 Punkte. Leute, bist du jetzt. Guck mal, bei so Glückssachen geht es dann doch irgendwie wieder klar, dass ich danach... Oh, guck mal, ich habe noch einen. Lol, wie das noch? Ich hab Dirge. Oha, der gibt auch 3 Punkte. Ja, sehr krass, ich glaub, Alter. Ich glaube, man viel merkt, dass ich letztes Mal so von dir auf den Sack bekomme. Ja, das ist einfach Karma. Nur so alle Brawler dahergeschmissen bekomme. Ja, ja. Das Karma, was ich an mir recht, weil ich 1 vs 1 gegen dich gemacht habe direkt. Okay, und jetzt normale Megaboxen öffnen. Genau, die ganze Zeit, die für 80 Gems. Ich meine, du kannst auch mal bei mir gucken. Ich tue die schon sehr schnell öffnen, so vom Ding her. Ja, ich drück auch, bin ja nur am Rumspammen gerade da drauf. Genau, perfekt. Okay, bin ich mal gespannt, Leute. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal vermuten, wer mehr Glück haben wird. Bisher auf jeden Fall du, muss man sagen. Okay, ich hab was. Rico gerade gezogen. Wen hast du, Rico? Rico, diesen Sniper. Oh, let's go! Genie, mythisch. Ah. Was sind das, 5 Punkte, ne? Ja, 5 Punkte. Ey, aber nice. Zieh mir 20.000 Gems durch? Ja, ja, ja. Kacke, ey. Ich hab Jackie gerade noch gezogen. Oh. Ey, der Account wird nachher besser sein als mein Hauptaccount. Danke dir. Ja, wahrscheinlich sogar, ne? Ich weiß nicht. Ich hab Colonel Russ noch. Let's go. Oh, ich hab noch mal einen. Oh, okay, Daryl. Ich hab Jackie. Ne, Penny. Ja. Und?
Oh, Karl nochmal, Digga, ich zieh so viele Brawler gerade. Sehr krass. Was ist so deine Ziehtaktik? Machst du es mit dem rechten Zeigefinger auch oder mit dem Daumen? Ich mach so mit beiden Zeigefingern so abwechselnd, dann kann ich so noch schneller tippen, quasi. Ach so, dann hast du das Handy auf dem Schreibtisch so, liegen? Genau, ich hab das so liegen und dann tue ich einfach so. So oh mein Gott, das geht ja todesschnell! Ja, ey, ja. Ich hab Daryl gezogen. Das ist die, wir nennen die auch die Schnibbler-Taktik. Die Schnibbler, oh okay. Ja, so als ob du so, Namen, so was schnibbelst, weißt du? Ich hab Bell, so einen chromatischen. Oh ja, auch sehr nice, sehr stark. Du meinst Alter, ja, wenn man davor gesehen hat, wie langsam ich gezogen habe. Ich hab Lola noch gezogen. Oh, okay, sehr krass. Du meinst wenn man davor gesehen hat, wie langsam ich gezogen habe, ist das richtig peinlich, wenn ich jetzt hier so schnell ziehe. Ja, ich meine, ne, die Technik, die eignet man sich dann so an mit der Zeit. Das ist halt so. Mein Handy gleich abstürzt. Hast du schon mal so einen legendären eigentlich gezogen oder hast du die gekauft bei deinem Main-Account? Nee, ich hab noch nie was gekauft wirklich in Dings. Ich hab Grom. Oh, okay, nice, ja. Der sieht aus wie Primo, nur mit einer Mütze. Ja, safe, das stimmt. Oh, ich hab was. Woran siehst du direkt, dass du was hast? Immer wenn diese Zahl unten rechts blinkt, also so eine blinkende 1 dann meistens. Da musst du mal drauf achten vielleicht. Und Edgar, okay. Da hast du bestimmt noch gespielt, oder, als der kam? Edgar, ja. Das ist der so springen kann soweit, ne? Genau, der war ja gratis im Shop damals. Ey, ich hab eine richtige Flaute. Ich hab lange nichts mehr gezogen hier gerade, ne? Oh, okay. Oh, ich hab Sprout. Nice, nice. Der gibt quasi auch nochmal 5 Punkte. Ey, das ist nicht fair. Dieses Spiel hat mir zu Beginn gezeigt, komm, jetzt schaffst du's. Und jetzt geht alles nur bergab. Ey, ich hab seit 20 Boxen nichts gezogen. So kennt man mich eigentlich. Ich hab Sprout. Nee, Jean hab ich. Oh, lol. Ja, sehr nice. Ich weiß gar nicht, wer vorne liegt aktuell, Leute. Ihr seht's ja gerade. Ich würde mal tippen, vielleicht sogar noch du, weil ich habe irgendwie noch keine epischen großartig gezogen. Und keine chromatischen auch. Ich hätte aber auch nur. Ich glaube, es könnte unentschieden sein gerade. Wäre halt funny, wenn man jetzt in der Einblendung sieht, dass du so 10 Punkte vor mir bist oder so. Nee, ja. ich glaube. Ey, wir haben schon ein Viertel habe ich schon weggezogen. Ich bin bei 14.000. Bei wie viel bist du? Ich bin auch bei 14.000. Okay. Oha, Respekt, da bist du direkt gut im Boxen-Öffnen-Game drin. Ja, wenigstens eine Sache, die ich gut kann in diesem Spiel. Aber ich zieh nichts mehr! Hier ist nichts! Ja, Junge. Ich hab 30 Boxen! Oh, ich hab was? Ich hab Ash. Und Ash, ich hab Gale. Ah, okay. Gehen beide 3 Punkte. Also wahrscheinlich bist du dann echt. Ich würde sagen, dass wir irgendwann mal ein 200k-Opening machen. Für 200.000 Euro. In einem Opening, meinst du? Ja, genau. Okay, der weiß, was der weltweite Rekord ist. Oh, ich hab Mr. P. Let's go. Was ist der weltweite Rekord bei diesem Boxen öffnen? Also, den habe auch ich aufgestellt. Und zwar. Was? Ja, ja. Verarsch mich nicht. Ja, ohne Witz doch. International. Ja, ja. Also, es waren 200.000 Gems. Und das sind quasi. Damals waren das 11.000 Euro. Ein Video? Ja, ja. Ich habe Lukas vor der Aufnahme gesagt, dass ich für alle meine YouTube-Videos insgesamt, abgesehen von Equipment, noch nicht mehr als 10.000 Euro ausgegeben habe. Ups. Ja, da seht ihr, was ihr hier auf dem Kanal kriegt und was man bei mir nicht. Oh, ich hab wen? Ich hab Piper. Ich hab erst 2 epische. Ich glaube, du hast schon viel mehr, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich will nicht gucken. Wir können ja nachher mal durchzählen und dann sehen wir es ja. Gibt es eine Bestrafung für den Verlierer? Irgendwie, der muss dann. Weiß nicht, sein Super-Style-ID für 2 Jahre deaktivieren. Der muss einfach Brawl Stars löschen komplett. Ne, also auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, es geht um die Ehre. Na, wer ist der Megabox-Meister hier? Ich habe noch einen abgelaufenen Ingwer-Shot im Kühlschrank. Der ist vorgestern abgelaufen, den muss ich eh trinken. Okay. Ich würde den trinken, wenn ich verliere. Ja, okay. Ich habe Nani! Ich habe auch Ingwer-Shots im Kühlschrank übrigens. Ich habe Nani! 3 Punkte! Oh, nice, nice. Ey, ich habe aber noch keinen legendären. Hast du schon einen? Nee, auch nicht. Sonst hättest du es, glaube ich, gehört schon, wenn ich einen gehabt hätte. Oh, ja, stimmt. Du weißt schon. Und let's go, Max, Alter. Nice. Nochmal ein mythischer. Ich habe schon mal, also du öffnest jetzt quasi 20.000, ne, auf einem Account. Ich habe schon mal auf einem Account 100.000 geöffnet. Am Stück auch, ja. Oh, jetzt habe ich auch 100.000 am Stück? Ja, genau. Ey, ich habe einfach früher in der Schule, habe ich meinen, Hüller. Hieß es ja, glaube ich. warum heißt das eigentlich Füller? Voll dumm. Habe ich immer so total krüppelig gehalten an meinem Mittelfinger rechts und jetzt habe ich einfach so einen Nuppel, Hornhaut dran, weil ich den immer so komisch gehalten habe. Ich glaube, wenn du hier vor 100.000 Gems Boxen öffnest, dann hast du auch einfach Hornhaut an deinem Zeigefinger. Ja! Let's go! Da ist er! Da ist er!
Ja, ich habe hier nichts. Nice, Digga. Ja, schau, so sieht ein Legendäre aus, wenn du den siehst. Ich weiß, wie die aussehen. Ich will aber auch einen ziehen. Da gibt's 10 Punkte. Let's go, Freunde. Und ey, vielleicht... Ich krieg immer noch diese Powerpunkte, die ich vergeben kann. Ja, die nerven mega. Aber ich hab die... Ich glaube erst ein oder zwei Mal muss ich das vergeben, zum Glück. Ich mache jetzt eine Taktik. Ich öffne jetzt... Oh, ich hab... Oh, jetzt musst du... Griff. Episch. So gut. Ah, lol, okay. Ich öffne jetzt eine Box mit einer Nase. Ja, okay. Das ist auch eine gute Taktik. Ich hab auch so eine Glücksmütze. Soll ich die dir mal zeigen? Oh, die habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, das ist die Danita-Mütze. Ist ja auch mein Lieblings-Brawler. Ey, das ist mein Lieblings-Brawler. Ist auch deiner, ne? Meinst du? Nita war damals immer so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, du kannst einfach spammen, die Attacken. Ja, die haben, ne, sich schnell aufgeladen und dann wusste der Gegner nicht so, okay, jetzt hat er plötzlich den Bären, weißt du? Ja, ja. Das ist eine Taucherbrille. Ist es diese Alkoholbrille? Nee, Alkoholbrille habe ich auch, die nehme ich gleich. Ich gucke erstmal, ob es mit der Taucherbrille was wird. Okay, hast du die gerade aufgesetzt? Ja. Ihr müsst halt überlegen, ich kann hier Lukas dabei zusehen, wie er sein Bildschirm mit mir teilt und diese Mütze aufhat und alles. Ja. Weil Lukas ist gut prepared oder gute Technik. Ich mache hier eine Bildschirmaufnahme mit meinem Handy. Ja. Also ja, läuft der eigentlich noch? Schau mal kurz. Ja, ich habe zwischendurch ein, zwei Mal schon geguckt, die läuft auch immer noch. Okay, perfekt, ja. Weil Leute, sonst ja, sind einfach mal 1000 Euro weg. Das wäre belastend. Ja, ich habe schon gesagt, wenn ich irgendwas verkacke hier, dann geht das nächste auf mich. Ey, ich, hab aber... ich ziehe nichts! Oh, noch ein Mythischer! Und nur Let's diese go. Kackteile hier. Schau doch mal, die Glücksmütze wieder erfolgreich, weil jetzt der fünfte Mythische schon. Der fünfte Mythische? Deine Taktik ist nicht gut. Diese mit dieser, wie heißt das genannt? Scherentaktik? Schnibbler-Taktik, so. Schnibbler-Taktik. Nee, die ist nicht gut. Ich gehe zurück auf meiner. Ich mache wieder mit dem Daumen. Ah, okay. Ich hatte auch da mal eine Phase. Eine Phase mit der Viererhand, also mit dem Viererfinger quasi so. Aber ey, ich bin bei 8000, ne? Ja, ich bin bei 6000 ungefähr. Ich hab noch keinen legendären. Oh, Kenani. Ja, du kannst mal eine Sache kurz machen. Und zwar, du kannst ja die Chance nachgucken. Also bei einer Megabox, ne? Siehst du es gerade bei mir dann auf das I oben? Ja, warte, Moment. Ich muss auch eben die eine zu Ende öffnen. Weil du müsstest jetzt ja, eine sehr Megabox hohe Chance auf das haben. I und dann? Und dann siehst du legendärer Brawler. Bei mir ist gerade 0,03% Chance. Bei mir ist legendärer 0,144. Oh mein Gott, okay, dann hast du quasi so fast die fünffache Wahrscheinlichkeit wie ich gerade. Okay. Okay, da wirst du safe einziehen, glaube ich noch. Würde ich tippen. Okay. Ich setze jetzt meine Rauschbrille auf. Ich weiß, ich hatte die noch nie auf. Ja, es ist echt... Oh, okay, Colette. Ich habe nochmal einen Quatschen. Mhm. Okay, ich habe die Rauschbrille auf. Ich ziehe einen! Was? Hast du einen? Nee, Lu. Oh mein Gott. Aber ich habe direkt mit der ersten Tiste habe ich eingezogen. Ah, lol, ja. Das klingt mir zwar meine Nase, aber... Ja, vielleicht bringt die dir wirklich Glück, wer weiß. Ich sehe auch irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, ich bin in Clash of Clans. Oh, ich habe Mortis. Oh, lol. Guck mal, ich mache immer nur mit der Alkoholbrille. Ja, oh. ja, ich glaube, du bringst... Ich hab... Bibi! Oh mein Gott, ich dachte, du wärst wieder ein Legendär, Alter. Ich hab wieder einen Brawler. Ich hab aus Versehen 5-mal einen Markenverdoppler gekauft. Nein, als ob! Ich seh nichts mit dieser Brille, das ist schwer! Oh mein Gott. Hey, ich denk grad, warum geht das für dich? Oh, so let's go! Ich hab auch Mords. Ich hasse zwar Mords, aber ich gebe 5 Punkte, deswegen danke. Lukas, ich zieh nichts mehr! Wie viele Gems hast du noch? Kann ich nicht lesen. 3000. Ich hab auch 3000, okay. Aber du tust nicht die ganze Zeit Markenverdoppler kaufen, oder? Nee. Ich kauf schon die Megaboxen, glaube ich. Glaubst du? Ey, ich muss dieses Ding absetzen. Das hat zu Beginn hat das mir direkt 3 Brawler gebracht. Warte, ich habe jetzt immer noch... So ein Anklebeschnurrbart, oder was? Nee, der Schnurrbart hängt an so einer Brille dran. Ah, okay, okay. Ja, jetzt hängen mir immer die Haare hier im Mund. Also ich glaube. Ich hab Bay! Bär! Episch. Ach so, B, lol. B. Ja, okay. Aber du musst eigentlich noch einen legendären ziehen, das weißt du. Du meintest zu Beginn, wenn ich keinen legendären ziehe, habe ich echt extremes Pech. Ja, ist wirklich so, ja. Ich habe Edgar. Oh, okay, ich habe Bass. Da gibt auch nochmal 3. Oh, ich habe mich auch gerade verlesen mit der Alkoholbrille. Ich glaube, ich hatte nicht 3000, sondern 5000. Also ich bin jetzt bei 4700. Ah, okay, okay. Ja, ich bin jetzt bei 2000.
Nicht mal. Eigentlich habe ich nebenbei gerade noch reingecashed, 1000 Euro. Bin jetzt bei 15.000. Oh, diese scheiß Haare kommen immer in meinen Mund. Aber bisher hatte ich Glück mit dem Teil. Ja, warte, ich mache wieder die Schnibbler-Taktik. Ja, so. Oh, Digga, diese... Oh, ich hab! Ich hab wen! Wen? Tara. Oh, okay. Tara. Ja, ja, Tara. Warte, ich mach grad richtig schnell. Mit Schnibbler-Taktik geht echt brutal schnell. Mhm. Wie diese krassen Köche, meine ich. Wie so dieses Gemüse so schnell und so schnell. Das ist auch gerade so krass. Gestern noch einen Finger geschnitten beim Bügelschneiden. Ey, ich habe hier Brawler gezogen, die kenne ich gar nicht, ne? Wen denn zum Beispiel? Fang! Ah, lol, ja, den gibt's erst seit Januar. Okay, sag, wenn du so ungefähr bei 2000 Gems bist. Ja, ich bin bei 2800 gerade. Okay. Ich hab... Ich hab Meg! Lol, hast du Meg? Meg? Oh mein Gott! Die ist legendary, ne? Ja, 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 du hast geschafft! Tja. Guck mal, alles liegt an dieser Brille, aber jetzt muss ich das neu sehen. Oha, let's go! Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil, Mann. Warte, ich hab ne... Ich hab so eine richtig schnelle Brille. Du wirst es nachher sehen in der Aufnahme. Eine richtig schnelle Brille? Ja. Wir haben die mal schnelle Brille genannt. Oh mein Gott. So, jetzt geht's sehr weiter krass. Hier. Ja, wenn ich noch ein Legendary ziehe, ist es eigentlich safe, dass ich gewonnen habe, glaube ich. Ja, ja, dann schon. Das glaube ich auch. Sehr krass. Ja, GG, ne? Ich habe einen roten Squeak. Oh ja, Squeak, auch sehr krass. Fünf verbleibende. Nur noch. Oh mein Gott. Ich habe unter 1000 Gems. Ich habe 1600. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen wieder. Ja. Ich kriege immer diese scheiß Punkte, die ich wem geben soll. Und dann überlege ich auch immer, wem ich die gebe. Nein, echt jetzt? Ja, klar. Oh, ich werde ja mit dem Account dann weiterspielen. Aber ich glaube, dein Main-Account ist immer noch krasser. Meinst du? Ja, also vielleicht nicht von den Power-Stufen, ich weiß jetzt nicht, aber... Ah doch, du hast doch sogar alle Power 9, glaube ich, auf dem... Ja. Ja, nee, dann ist dein Main-Account krasser. Aber so viel Boxen, wie ich hier gerade öffne... Ja, also du kannst ja ausprobieren, die hochzupowern. Dann danach. Aber an sich, Oh, 6 verbleiben, ich hab noch mal einen. Wenn ich jetzt einen zweiten legendären ziehe, habe ich bestimmt safe geworden. Und? Okay, mach an. Mach an. Ah, okay, Grom. Okay, okay. Ich hab grad Colette gezogen. Mhm, okay, krass. Ey, ich hab mehr mythische als epische, das ergibt gar keinen Sinn. Ich hab voll viele von diesen oberen, was in dieser Liste da war, diese Chroma. Chrome-Teile da. Ja, ja, da gibt's auch am meisten von mittlerweile. Oh, ich habe nur noch eine Megabox. Krass, weil die sehen so irre aus irgendwie vom Design her, finde ich. Mhm. Warte, ich habe noch, ich habe noch 200 Gems. Warte, dann mache ich noch eine eben auf und dann machen wir die letzte zusammen auf. Ja, let's go. Okay, jetzt habe ich noch... Voll weird, dass wir nicht die gleiche Anzahl übrig haben. Ich habe 122, du hast 102, aber das ist wahrscheinlich, weil ich mir diese dummen Verdoppler gekauft habe. Ja, das glaube ich auch. Okay, letzte Box. Okay, letzte Megabox. Und go. Ah, nee, ich hab nichts. Ich hab wieder diese dummen Punkte. Ja, ich auch. Okay, dann müssen wir aber jetzt zusammenzählen, ne? Ja, zusammenzählen. An sich sehen die Leute eh den Punktestand, aber mich würde interessieren, wie viele Brawler du gezogen hast insgesamt. Wie viele hast du? 31. Was? Ich hab nur 26. Ja. Aber heißt ja trotzdem nicht, dass ich gewonnen habe, oh mein hab, ne? Gott, ja. Ich hab aber 6 mythische, also 6 von diesen roten. Schwierig sein, glaube ich. Ich glaube, du hast aber gewonnen. Crow habe ich dann halt, du hast Mag, ne? Ja. Okay, und dann habe ich halt leider nur 5 chromatische von diesen bunten. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, Digga! Okay, du hast safe gewonnen. Ja? Ich war halt die gute Matze, keine Ahnung. Oh mein Gott. Auf jeden Fall habe ich 5 Brawler mehr gezogen. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe eigentlich immer Pech mehr gewonnen. Ja, GG, ne? Das heißt, Leute, ich muss mal kurz 2 Ingwer-Shots holen. Dann gönne ich mir die mal gleich. Ja. Ist gesund. Ja, ist gesund. Ich freue mich richtig, dass du jetzt was für deine Gesundheit tust. Guck mal, das habe ich nämlich extra gemacht. Ich habe extra nur gewonnen, damit ich dachte, der Lukas macht jetzt was für seinen Körper. Das sind sogar so Ingwer-Sturm, die sind echt scharf. Kurkuma drin oder was? Nee, aber die haben sehr viel Ingwer halt drin. Okay, okay. Ist einfach eine pure Ingwerknolle. Also das ist schon echt ein großer Shot, aber ich hau mir jetzt die 2 hintereinander rein. Let's go. Sehr gut. Direkt Nummer 1 drin.
Stark. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Kostenlos, aber ihr wisst Bescheid. Checkt das Video bei Luca natürlich auch nochmal ab. Wir sehen uns und damit ciao, ciao. Ja. Tschüss.